Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Guten Tag, hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir wollen heute über die Präsidentschaftswahlen in den USA sprechen. Und dabei besonders über das demokratische Team, das Trump schlagen soll. Also über Vizepräsidentin Kamala Harris und ihren Running Mate Tim Walz. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz, und bei mir sind... Ich bin Bernd Pickert aus der Auslandsredaktion der Taz und da seit vielen Jahren auch zuständig für die USA. Barbara Junge, eine der beiden Chefredakteurinnen der Taz und ehemalige US-Korrespondentin. Stefan Scharf, Taz-Autor und auch ehemaliger US-Korrespondent. Wunderbar, ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich dachte, wir fangen damit an, um was für Personen es sich eigentlich handelt. Also, Vizepräsidentin Kamala Harris geht jetzt mit Tim Walz, das ist seit gestern Dienstag, bekannt ins Rennen. Das ist der demokratische Gouverneur von Minnesota. Minnesota liegt im Mittleren Westen. Und vielleicht fangen wir mal mit dem an, Bernd. Wer ist das? Wer ist Tim Walz? Was ist das für ein Typ? Tim Walz, 60 Jahre alt, in Nebraska geboren, seit langem in Minnesota ansässig, zwei Kinder, verheiratet. Zwei Kinder übrigens, hat er gestern noch erzählt, die er auf dem Wege der In-vitro-Fertilisation zu Wege gebracht hat, was ein interessanter Punkt ist, auch in der ganzen Auseinandersetzung über ethische Werte. Er ist für einen demokratischen Gouverneur aus dem ländlichen Bereich, aus einem nicht besonders progressiven Staat, auch wenn Minnesota einen Rekord hat, immer demokratisch zu wählen, bei den Präsidentschaftswahlen zumindest seit Nixon, ist er trotzdem sowas wie ein relativ liberaler Typ, hat verschiedene Pro-Gewerkschaftsgesetzgebung auf den Weg gebracht, war der erste Bundesstaat, der nach dem Wegfall des nationalen Abtreibungsrechts ein eigenes Abtreibungsrecht eingeführt hat. Und insofern eine interessante Wahl. Babs, warum fiel die Wahl letztendlich auf Walz? Na, auf jeden Fall brauchte sie ja einen weißen Mann, am besten auch noch älter, als Biden-Ersatz. Joe Biden, der so die weiße, mittelständische, bürgerliche Wählerinnenschaft anspricht. Und mit Mittlerer Westen bedeutet natürlich auch, ein Gebiet zu gewinnen, das für die Demokraten und Demokratinnen etwas schwierig ist. Stefan, ist der Walz eine gute Ergänzung zu Harris? Ich denke schon, weil er die Bevölkerungsgruppen anspricht, die sich möglicherweise von Kamala Harris als Frau, als Liberale, als aus der Bay Area in Kalifornien, die ja so ein bisschen berüchtigt ist als ultraliberale und Hippie-Gegend, angesprochen fühlt, die einen gemäßigteren, einen Wohlfühltypen suchen. Als der ist er wohl. Und außerdem, wichtiger Faktor ist auch, die beiden konnten offenbar gut miteinander. Das hatte sie erklärt, irgendwie sei doch eine wichtige Bedingung. Am Ende ging es ja nur noch um zwei weiße Männer. Der andere ist Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania. Pennsylvania ist ja einer dieser ganz wichtigen Staaten, wenn es darum geht, wer gewinnt die Wahl. Also ein ganz wichtiger Battleground State. Minnesota ist das nicht. Warum, glaubt ihr, hat sie sich trotzdem am Ende für Walz entschieden? Walz ist bestimmt ein Typ, mit dem sie besser kann. Der verkörpert auch mehr den Weihnachtsmann oder den Wochenendbesuchsonkel. Und so ein netter Typ, oder? Einfach ein netter Typ, mit dem sich die Leute auch identifizieren können, der auch eine gewisse Wärme ausstrahlt, der eben den Mittleren Westen repräsentiert, ist auch nicht so unwichtig. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass Josh Shapiro ein sehr ähnlicher Typ ist, auch als Staatsanwalt. Also es wahrscheinlich, sie das Gefühl hatten, dass Ticket, also der gemeinsame Auftritt, wäre zu ähnlich. Das würde ein sehr wichtiger Faktor gewesen sein. Und offenkundig kann sie mit Shapiro auch nicht so gut. Und dann kommt noch dazu, dass die meisten eher einen Typen oder jemanden suchen, die nicht selbst Ambitionen auf dieses Amt hat. Und Josh Shapiro, das war der Hauptkritikpunkt, der von außen zumindest kam, ist selbst zu ambitioniert. Das war auch das, was ich... Also mehrere Sachen. Das eine ist, es mag die Angst gegeben haben, dass er sie überstrahlen könnte. Und das hat Walz zum Beispiel auch, wenn man sich den Auftritt gestern Abend, also am Dienstagabend, den ersten gemeinsamen Auftritt ausgerechnet in Pennsylvania und eingeführt dann von Josh Shapiro, was ja auch eine schräge Konstellation ist, in dem Fall angesehen hat, das hat er halt überhaupt nicht gemacht. Er hat sich ganz klar untergeordnet und in die zweite Reihe gestellt, da aber versucht, alles reinzuwerfen, was er in der zweiten Reihe machen kann.
diese Angst braucht sie nicht haben. Und das Zweite, was ich glaube, ist, sie muss ja, wenn man so eine Stadt wie Michigan gewinnen will, ihr erinnert euch, Michigan bei den demokratischen Vorwahlen, wo dann Präsident Biden natürlich daraus hervorging, was ja nicht wirklich Vorwahlen waren, aber Michigan war der erste Staat, wo 20% der Wähler, der demokratischen Wählerschaft, uncommitted gewählt haben, unter Protest gegen die Gaza-Politik, gegen die Israel-Politik der Regierung. Die muss sie aber einfangen, um Michigan zu gewinnen. Und Michigan ist mindestens so wichtig wie Pennsylvania eigentlich. Ne? Die hätte sie mit Josh Shapiro nicht gekriegt. Josh Shapiro nicht nur, weil er selber Jude ist. Das wäre natürlich andererseits wieder interessant gewesen für andere Wählergruppen. Er wäre der erste Versuch, den es gab, war Joe Lieberman damals mit Al Gore zusammen. Das hat nur nicht geklappt 2000, aber seitdem gab es keinen jüdischen Menschen mehr auf dem Ticket. Das wäre auch interessant gewesen. Aber in der Situation jetzt, wo er auch noch expliziter Pro-Israel-Politiker ist, war es, glaube ich, für sie wichtig, an den progressiven Teil und an den arabischstämmigen Wählerteil, gerade in Michigan, da auch ein Signal zu senden, hallo, ich höre euch so. Das Problem dabei ist, sie musste sich zwischen zwei Optionen entscheiden. Das eine ist, mobilisiere ich die eigene Wählerinnenschaft oder die, die eben bei den Demokratinnen nicht gewählt haben. Das ist das, was Bernd eben sagte. Oder versuche ich von der rechten Seite jemanden zu gewinnen. Und für die beiden Optionen standen die beiden Kandidaten eigentlich auch. Und Walz steht jetzt für die Mobilisierung des eigenen Klientels sozusagen. Was ist es denn jetzt für ein Team? Also haben wir jetzt hier zwei liberale Demokraten? Ist es so? Das ist ja so ein bisschen das Bild, was jetzt im Augenblick gezeichnet wird. Ich hatte ehrlich gesagt vorher gar nicht so richtig Kamala Harris als so ausgewiesen liberale Demokratin auf dem Dings, weil sie ja auch immer als sehr Law and Order Person, als Staatsanwältin von Kalifornien und so gehalten wird. Aber vielleicht erst noch mal die Frage, was ist das für ein Team? Sind es zwei linke, in Anführungsstrichen, Demokraten? Jein, also es sind zwei deutlich irgendwie mit einer liberalen Programmatik irgendwie für das, was irgendwie die demokratische Wählerschaft angeht. Recht von Frauen auf Selbstbestimmung über ihren Körper. Das ist ja mehr als irgendwie nur diese blöde Frage um Abtreibung. Pro Waffenkontrolle auch. Walz ist bekennender Jäger, glaube ich, aber hat sich für Waffenkontrolle eingesetzt in Minnesota und hat die auch durchgesetzt. Also dort muss man, wenn man eine Waffe kaufen will, einen Background-Check, einen Hintergrundüberprüfung durchmachen. Und ja, das sind so die wesentlichen Punkte in der Programmatik. Und trotzdem ergänzen die sich ganz gut so vom Typ her, von der regionalen Aufteilung her. Ich meine, was noch dazu kommt, was beide auch haben, Kamala Harris ist näher gegangen an grüne Politik auf jeden Fall. Und dafür steht er, obwohl Walz irgendwann mal die umstrittene Keystone Pipeline bejaht hat, inzwischen auch sehr stark. Er hat in seinem Staat viel grüne Politik gemacht, das auf jeden Fall. Und beide haben eher, zumindest in letzter Zeit, auch entwickelt ein Sozialprogramm. Also ein es ist nicht ein Wirtschaftsprogramm, aber ein was wir hier sozialdemokratisches Programm vielleicht nennen würden. Ich habe da nur schon wieder einen Widerspruch. In den USA wird ja noch viel weniger als hier nach Programm überhaupt gewählt. Und gezeichnet wird Kamala Harris als totale Linke, einfach weil sie irgendwie eine Frau ist, irgendwie für die Abtreibung und was Stefan noch dazu erwähnt hat, das größere Programm und weil sie eine andere Hautfarbe hat als die Leute im Mittleren Westen. Jetzt hat dieser Typ irgendwie da die richtige Hautfarbe, wenn du so willst, aber sein ganzer Track Record, also was er politisch gemacht hat, wird eben auch progressiv gezeichnet, völlig egal, was für ein Programm. Das heißt, und deshalb bin ich vielleicht anders als die anderen beiden nicht so völlig überzeugt davon. Es wird halt als das linke Ticket, ich bin auch gleich fertig, weil ich rede ein bisschen lang, aber es ist ja auch so, dass nicht der Vizekandidat gewählt wird. Der zeichnet ja nur das Programm oder die Konturen der Kandidatin stärker und damit zeichnet sie natürlich total links und damit setzt Kamala Harris wirklich auf dieses, ich bin das linke Gegenteil zu Trump und nicht, was ich besser fände, das Gute. Ich glaube, die Unterscheidung ist ein bisschen anders. Harris und Walz verkaufen das ihr Programm, dass sie die Mittelschicht stärken wollen. Und das ist eine sehr sinnvolle Package, was also heißt, dass die Steuersenkungen nicht zugunsten der Milliardäre gehen, sondern dass es Erleichterungen gibt für Familien, für Alleinerziehende, für
weniger Betuchte das zum Beispiel so ganz wichtig ist, diese unglaubliche Schuldenlast, die Studierende am Ende ihrer Ausbildung mit sich tragen. Das hat Biden ja schon versucht, wurde dann, ich glaube, von einem Gericht wieder einkassiert, dass diese Schulden erlassen werden. Wenn man sich das an dem Dienstagabend in Pennsylvania angeguckt hat, dann sind mir zwei Sachen aufgefallen, oder drei, vier Sachen vielleicht sogar. Muss man vielleicht nur einmal sagen. Genau, also der erste Auftritt, wenige Stunden vorher war bekannt geworden, wen sie als ihren Running Mate auswählt, nämlich Tim Walz. Und dann ein erster gemeinsamer Auftritt dann am späten Abend, aber zur Primetime-Fernsehzeit in den USA in Pennsylvania. Was mir aufgefallen ist, erstens, der Name Biden wurde nicht ein einziges Mal erwähnt. Nicht ein einziges Mal, von niemandem. Zweite, sie haben Wert darauf gelegt, und zwar viel Wert darauf gelegt, zu sagen, es geht nicht nur darum, Trump zu verhindern. Wobei jeder weiß, es geht vor allem darum, Trump zu verhindern. Das ist das stärkste Argument, was die Demokraten haben, ist, Trump zu verhindern. Aber sie haben trotzdem versucht, alle beide auch eigene programmatische Punkte zu setzen. Die waren natürlich erstmal noch sehr allgemein. Aber in bestimmten Punkten auch sehr konkret, ihr habt es schon genannt, Gun Control, also Waffenkontrolle, aber auch eben soziale Abfederung in allen möglichen Bereichen. Und dafür, das ist das Interessante, finde ich, bei Tim Walz, weil er als Governor da auch einen Rekord hat, das tatsächlich auch umgesetzt zu haben in seinem Staat und ernst zu meinen und es finanzieren zu können. Und auch im Kongress, und der Kongress ist nicht so eindeutig besetzt, dass er da hätte durchregieren können in Minnesota, auch Kompromisse zu schließen oder zu finden auch, Common Ground zu finden. Und das ist ja heutzutage eine seltene Fähigkeit, mit der tatsächlich, also dieses Ding immer, warum kommen Gouverneure auf ein National, also auf so ein Präsidentschaftsticket, weil sie in ihrer Region einen Rekord haben, dass sie to get things done, also etwas auch umsetzen können. Nicht nur erzählen und danach geht nichts, sondern es auch umsetzen können. Und da, finde ich, bringt er was Interessantes rein. Und gleichzeitig noch wahnsinnig interessante Attacklines gegen Trump. Er ist ja eigentlich vor zwei Wochen auf der nationalen Bühne überhaupt erst bekannt geworden, weil er in einem Interview mit der MSNBC-Show Morning Joe das republikanische Ticket Trump Vance als weird bezeichnet hat. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir weird eigentlich am besten auf Deutsch übersetzen. Seltsam, oder? Seltsam, komisch, bizarr, irgendwo dazwischen. Ne? Schräg. Schräg, sowas, genau. Ne? Und das ist ja viral gegangen. Seitdem ist die Weirdos und so, das ist ein totales Catchword geworden und so. Und das hat ihn, glaube ich, sehr seit nach oben katapultiert. Das hat er natürlich auch gestern Abend aufgenommen und wird das im Wahlkampf immer und immer wieder tun. Das ist eine gute Attackline eigentlich. Ne? Die Vizes müssen ja tatsächlich auch die Scharfen sein, damit sich die Kandidatin als Kandidatin für alle zeigen kann. Da braucht sie natürlich jemand an ihrer Seite, der auch mal gut nach vorne geht und angreift. Also die Funktion kann er sicher ausfüllen. Sieht nebenbei aber auch noch total harmlos aus. Also das ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Ich weiß auch nicht, ich kann ja auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Ich habe nur eben diese Befürchtung, dass das nicht reicht, die eigene Mobilisierung, sondern dass dieses Biden Ausgreifen noch auf die andere Seite, also weil Joe Biden so ein Mittiger im Grunde war, dass das möglicherweise die nötigen Stimmen noch geholt hat. Aber ich meine, wir sprechen so oder so über die Swing States. Vielleicht müssen wir da genauer hingucken, welche Funktion da diese beiden eigentlich oder welche Ausstrahlung die beiden da haben. Lass uns das nochmal einen Augenblick zurückstellen. Ich würde trotzdem gerne nochmal einmal fragen, wie ihr eigentlich Harris charakterisieren würdet. Weil bei mir war es tatsächlich so, als die Vizepräsidentin geworden ist, dass ich sie nicht als besonders liberal eingestuft habe. Ich meine, ihr kennt euch viel besser aus als ich, aber sie hatte eben dieses Staatsanwältin-Image und ich räume jetzt hier mal auf und Law and Order und so. Wofür steht die denn eigentlich, Bernd? Das ist eine wirklich gute Frage, wo auch vier Jahre lang oder dreieinhalb jetzt, die sie im Amt ist als Vizepräsidentin, man viel rumgerätselt hat. Man kann was sehen aus ihrer Zeit als Senatorin tatsächlich, wo sie aber das auch eigentlich wieder in der Rolle der Staatsanwältin in verschiedenen Untersuchungsausschüssen unglaublich scharf gegen Republikaner vorgegangen ist und sehr, sehr, sehr eloquent und konsequent auch vorgegangen ist. Ihr kalifornischer Background signalisiert erstmal einen ganz großen Liberalismus. Was wir sonst wissen, ist noch das, was wir aus ihrem eigenen Versuch, Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu werden, 2020 wissen, wo sie dann schlussendlich gegen Joe Biden verloren hat. Sie war diejenige, die ihn am schärfsten angegangen ist auf der einen großen TV-Debatte und ihn auch tatsächlich dabei ihre eigene ethnische Identität als sowohl Asian als auch Black American ausnutzend ihn kritisiert hat von vor 100 Jahren, als er als damals noch Senator sich gegen Busing ausgesprochen hat, also gegen den Versuch, Kinder aus schwarzen oder auch
ja, benachteiligten Gegenden per Bus in bessere Schulen zu bringen, um ihnen andere Entwicklungschancen zu geben. Und wo sie sagte, I was one of those. Und das war die schärfste Attacke, die Biden während des gesamten Vorwahlkampfes damals zu gewärtigen hatte. Und sicherlich auch einer der Gründe, warum er sie dann auch zur Vizepräsidentin genommen hat, um diesen Teil der Wählerschaft auch wieder einzufangen. Aber tatsächlich ist sie ja, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, Stefan und Babs, aber sie ist, und da gibt's unterschiedliche Versionen drüber, ob Biden sie einfach völlig gesidelined hat, weil er denn doch nicht schon früh entschieden hat, ich will doch nicht der Übergangspräsident sein, wie ich am Anfang mal gesagt habe, dann hätte er sie aufbauen müssen und da schon als Nachfolgerin aufbauen müssen für die Wahl 2024, oder ob sie selber lustlos und ein bisschen talentlos und so. Es gibt ganz viele Geschichten darüber, dass sie ihr Büro nicht im Griff hatte, dass es ständig Ärger gab zwischen dem Büro des Präsidenten und dem Büro der Vizepräsidentin. Was da aber wirklich stimmt, das ist so ein bisschen Kreml-Astrologie, ehrlich gesagt, was da wirklich passiert ist. Aber Tatsache ist, dass sie eigentlich das Profil, was sie vorher aufgebaut hat, in den 3,5 Jahren komplett verloren hat. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Kreml-Astrologie stimmt, und trotzdem kann man bei ihr beobachten, dass sie eine von denjenigen ist, die in einer bestimmten Rolle sehr gut funktionieren, aber in der Vizepräsidentin-Rolle ist mehr Name, als dass du tatsächlich eine klare Aufgabe hättest. Und das war für sie ganz, ganz sicher ein Problem. Neben dem, was du sagst, dass Biden irgendwann entschieden hat, brauche ich nicht, habe ich nett mein Ticket ergänzt, aber ich will es eigentlich werden. Also aufbauen hätte er sie müssen, hat er nicht getan. Es wird immer gesagt, dass er sie für die Immigrationsproblematik abgestellt hat. Stimmt auch nur zum Teil. Ausgefüllt hat sie sie im Grunde auch nicht. Ob sie dann in der Rolle einer Präsidentin funktionieren würde, ist eine interessante Frage, weil es gibt ja schon tatsächlich inhaltliche Punkte, für die sie steht. Natürlich das integrative, antirassistische, klar. Sie ist zumindest in der Lage, auch mit LGBTQ-Communities zu agieren und hat da selbstverständlich einen progressiven Ansatz. Sie hat tatsächlich auch einen gewissen Klima-Record, der auf jeden Fall besser ist, als Biden es auf jeden Fall vorher hatte. Und die Sozialprogramme. Also da kann man einiges zumindest aus ihrer Geschichte sehen. Ich würde auf Ihre Rolle in der Migrationsfrage noch mal gern genauer eingehen. Das wird von den Republikanern immer so dargestellt, dass sie beauftragt worden wäre, dieses Problem, was seit Jahrzehnten nicht gelöst werden kann, zu lösen. Das stimmte aber gar nicht. Sie hatte einen ganz spezifischen Auftrag. Sie sollte die Länder des sogenannten Northern Triangle, das ist El Salvador, Honduras und Guatemala, sie sollte dort ausloten, welche Hilfe die USA geben können, um die Leute davon abzuhalten, sich auf den Track nach Norden zu machen. Und da hat sie einiges erreicht auch. Sie hat ziemlich große Investitionen in diesen Ländern durch amerikanische Firmen organisiert. Darüber ist einfach nicht berichtet worden im weiteren Sinne. Und dazu kommt natürlich dann das Problem, dass die Migration an der Südgrenze der USA heute gar nicht mehr aus diesen Ländern kommt, sondern aus Kuba, aus Venezuela und aus Haiti, drei Staaten, die praktisch kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Da kommt nochmal ein Problem von Tim Walz hinzu. Er hat als Governor ermöglicht, dass illegale Immigrantinnen einen Führerschein haben können. Wird natürlich interpretiert, als er eröffnet das Land für die ganzen Immigranten, Immigrantinnen, die in Amerika einströmen. Also Immigration ist einfach wahrscheinlich immer noch ein wichtiges Wahlkampfthema. Und dann gibt es irgendeine blöde Aussage von ihm aus dem Kontext gerissen, dass er in eine Leiterfabrik investieren würde, wenn die Mauer so hoch gebaut wird. Es war eine ganz spezifische Aussage, die eigentlich sagen sollte, es funktioniert nicht, man muss anderes machen. Aber die Republikaner ziehen es jetzt natürlich hoch. Er will Leitern dahinstellen, damit die ganzen Immigranten kommen. Das heißt, zu dem Thema wird es auch noch mal ein bisschen problematisch. Ja, es ging um diese Debatte um Trumps berühmte Grenzmauer. Witzlos ist, Tim Walz hatte gesagt, wenn Trump diese Mauer dann 10 Meter oder 9 Meter hoch baut, dann investiere ich in eine Firma, die Leitern, die 10 Meter hoch sind, baut. Das war einfach nur irgendwie, es ist unmöglich, denn die Migration kommt einfach über die legalen Grenzübergänge rein und es ist gar nicht die Frage, dass die Leute alle irgendwie durch den Rio Grande da schwimmen und krabbeln. Und klar, seine Aussage war, ich anstelle von jemand anderem würde dann in so eine Fabrik investieren und dann einfach rüberkommen. Das Problem ist nur, dieser eine Satz wird dann rausgenommen, so getan, als ob er sagen würde, komm, wir machen Leitern, dann könnt ihr immer noch alle reinkommen. Ja gut. Ich glaube, gegen solche Art kannst du dich kaum wehren. Das war übrigens gestern Abend auch interessant, weil es
gibt ja zu Teddy Vance jetzt seit ein paar Tagen oder eine Woche oder so, gibt es so ein Fake-Meme, wo er irgendwie in sexueller Rücherposition auf so einer Couch rummacht. Das ist komplett gestaged und falsch. Und eigentlich haben die Demokraten sich ja auf die Fahnen geschrieben, gegen Fake News anzukämpfen. Das war aber eine der Punchlines von Tim Walz gestern Abend, der dann sagte, ich freue mich darauf, gegen J.D. Vance zur Debatte anzutreten, falls er mal von seiner Couch hochkommt. War natürlich ein Joke und alle haben gelacht, aber eigentlich sollten sie da nicht hingehen. Eigentlich gilt ja für die Demokraten immer noch der alte Satz von Michelle Obama, when they go low, we go high. Das hat er nicht gemacht. Aber natürlich, was er gezeigt hat damit natürlich auch, war erstmal Spritzigkeit. Aber auch, ich habe ja gesagt, Biden wurde nicht erwähnt, aber auch das Thema Migration wurde gestern Abend mit keinem einzigen Wort erwähnt. Und das wird natürlich ein Thema sein, weil es ist ja nicht nur eine Punchline der Republikaner oder ein Thema, was Trump reitet und reitet und reitet und ja sogar noch verhindert hat, dass es im Senat irgendwie vorangeht. Also der Senat oder im Abgeordnetenhaus nicht mehr. Der Senat hatte ja sogar schon einen Bipartisan-Paket zur weiteren, besseren Grenzsicherung ausgedealt. Und Trump hat dann dazu gesorgt, dass es aber keinen Schritt weitergeht, weil er gesagt hat, ich brauche das Thema als Wahlkampfthema und so. Das wird aber interessant, weil das weitaus mehr als nur Rassistenrechte und so weiter als Problem begreifen. Auch Latino-Voters in den entscheidenden Staaten wie Arizona, Nevada und so finden das ein wichtiges Thema und finden, so geht's nicht weiter. Dazu müssen sie sich verhalten und müssen sich auch anders verhalten. Man muss sich nicht so verhalten wie Trump. Aber man muss dazu eine Lösung finden und bis jetzt glänzen sie da im Wesentlichen durch Ignoranz. Das werden sie nicht durchhalten können, glaube ich, im Wahlkampf. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu den Gruppen, die vielleicht die Wahl entscheiden könnten und inwieweit dieses Team Harris-Walz die anspricht. Also es wird ja immer geredet über die Arbeiterschaft, die schwarzen Männer und die Latinos, hast du gerade schon gesagt, Bernd. Ich würde jetzt noch hinzufügen, wie verhalten sich denn die Progressiven dazu? Das ist wahrscheinlich, wenn ich dem folge, was ihr jetzt sagt, die sie vielleicht gewinnen können. Aber wie funktioniert dieses Team bei diesen anderen Gruppen, die ja so entscheidend sind? Also wir werden es rausfinden, das kann man jetzt noch nicht sagen. Was wir im Moment sagen können, ist, nachdem bis zu der Entscheidung von Joe Biden tatsächlich sich zurückzuziehen, über Monate und Monate und Monate hinweg die Umfragen stabil einen Vorsprung zwischen 2-6% für Trump auf nationaler Ebene und einen ebenso hohen Vorsprung in allen Swing States angezeigt haben, ist jetzt seit 2 Wochen Kehrtwende zu sehen. Es gibt Umfragen auf nationaler Ebene, da liegt Harris jetzt mit 2% vor. Nationale Ebene ist vollkommen unbedeutend, weil es kommt auf die Swing States an, aber auch in den Swing States verändert sich was. Es gibt die ersten Umfragen, wo überhaupt mal demokratisches Ticket vorne liegt. Alles ganz eng, ganz knapp im Nullkomma-Bereich und so weiter, alles klar. Aber so war es ja 2020 auch. Es ist ja nicht so, dass Joe Biden einen überwältigenden Wahlsieg dort eingefahren hätte. Im Electoral College dann schlussendlich schon, also im Wahlleute-Gremium, da war es dann überzeugend mit 328 oder was er da hatte. Ich weiß es nicht mehr genau, 270 brauchst du. Also es war eine satte Mehrheit, aber in den einzelnen Bundesstaaten, auf die es ankam, waren es zum Teil nur wenige tausend Stimmen, auch die vorne waren. Was im Grunde beide Seiten, die Republikaner, Trump, genauso wie Biden versuchen, oder Biden, also die Demokraten, also Harris jetzt versuchen müssen, ist eigentlich alle die 2020 gewählt haben, wieder an die Urne zu kriegen. Es geht nicht so sehr darum, die andere Seite zu überzeugen. Wenn du dir Trumps Approach anguckst, er versucht kein Stück irgendwelche Demokraten zu überzeugen. Er versucht nur die eigene Basis zu elektrisieren, dass sie ihn wieder wählen. Und das Gleiche muss Harris letztendlich versuchen. Deshalb glaube ich, dieser Einschluss halt, also du kannst es dir nicht leisten, die Progressiven zu verlieren. Die sind vielleicht nicht die Mehrheit, aber wenn du die nicht hast, dann hast du das Ergebnis von 2016, wo die ganzen Sanders-Leute, die auf Hillary Clinton absolut keine Lust hatten, nicht zur Wahl gegangen sind, bumm, hast du einen Trump an der Macht gehabt. Das musst du unbedingt vermeiden, musst sie alle irgendwie kriegen. Und ich glaube, dass dieses Ticket, vielleicht wäre es mit Josh Shapiro auch gegangen, das glaube ich, wäre mit den Progressiven schwieriger geworden, da hätte Harris sich selber stärker progressiv positionieren müssen. Das liegt ja, glaube ich, in den außenpolitischen Fragen gar nicht so wahnsinnig. Insofern ist das relativ geschickt, die Chancen sind da. Ob sie das hinkriegen, das weiß man nicht. Aber interessant ist ja auf jeden Fall auch, dass jetzt zweimal Abgeordnete von dem ehemaligen Squad, also so diesem progressiven Kern im Abgeordnetenhaus, in den demokratischen Vorwahlen direkt verloren haben. Also da ist die Stimmung jetzt nicht so progressiv. Also ich meine, der letzte, der gewählt wurde, ist jetzt auch kein Konservativer, das stimmt schon. Aber die Stimmung, weiß ich noch nicht genau, wie die ist. Interessant ist, dass sowohl Bernie Sanders als auch der ungefähr konservativste Demokrat, der jetzt auch als Unabhängiger auftritt, Joe Manchin, Tim Walz und
Harris zusammen auch unterstützen wollen, also ihre Unterstützung erklärt haben. Also im Moment versucht die Partei zusammenzukommen auf jeden Fall. Und im Moment trägt auch die Euphorie, weil endlich nicht mehr der alte Mann da ist, den man halt nicht wählen will. Die Frage ist nur, was passiert, wenn der euphorische Punkt mal überschritten ist, also nach der demokratischen Convention, dem Wahlparteitag, dann sehen wir Umfragen und dann wissen wir eher, wie es funktioniert. Ich glaube, die Zahlen, die wir jetzt haben, ich freue mich darüber. Also ich habe, Tim Watts ist ein toller Kandidat, keine Frage. Aber sehen werden wir es wahrscheinlich erst nach dieser Convention. Was ihr gesagt habt, ist richtig. Und was aber wirklich entscheidend ist, die Leute zu mobilisieren, dass sie sich registrieren lassen und dass sie tatsächlich zur Wahl gehen. Ich meine, es sind normalerweise 40% der Wahlberechtigten, die schlichtweg zu Hause bleiben, denen es wurscht ist. Und da ist einfach das Potenzial, wo und da hat dieses Ticket, glaube ich, jetzt am Anfang einen sehr guten Start, ist sehr gut vom Startpunkt weggekommen. Und die Spenden kommen rein und die Freiwilligen, die genau diese Arbeit machen müssen, die an die Türen klopfen müssen im ganzen Land, die kommen zu Zehntausenden und melden sich und wollen das machen. Und daher bin ich optimistisch eigentlich, dass es gelingt, eine große Zahl von Leuten, ganz unabhängig jetzt von irgendwelchen Details der Programmatik, zur Wahl zu kriegen. Das Ding war ja, als wir hier das letzte Mal im Podcast gesessen haben, das war Anfang Juli, also fast genau einen Monat her, das war so eine Woche ungefähr nach dieser schrecklichen TV-Debatte. Und Depression denn, aller Orten. Depression aller Orten. Und was du denn gesehen hast bis zu dem Moment, als Joe Biden nun wirklich sich zurückgezogen hat, war eine demokratische Partei, die dabei war, sich in ihr Schicksal zu ergeben und zu sagen, Wir haben absolut keine Chance. Es war vollkommen die Luft raus. Keiner hat gedacht, dass man mit diesem Kandidaten irgendetwas hinkriegen kann. Es gab die ganzen Bestrebungen, ihn dazu zu bringen, auch öffentliche Bestrebungen. Es waren immer mehr, die sich geäußert haben. Und er muss zurücktreten. Aber es war ja völlig unklar, ob er diesen Schritt wirklich gehen würde. Und dann war die große Angst, wir verlieren nicht nur das Weiße Haus, sondern wir verlieren durch die Bank weg. Wir werden das Abgeordnetenhaus verlieren, wir werden den Senat verlieren, wir werden alle verlieren, wenn das Ticket bleibt. Und da ist ein Ruck durchgegangen tatsächlich. Jetzt. Ich glaube, das ist vor allem, weil Biden nicht mehr da ist. Wenn es denn, das ist meine These jedenfalls, wenn es vorher schon, also wenn Biden gesagt hätte, ich trete nicht mehr an, vorher, nur vor 2 Jahren oder sowas, das gesagt hätte, und dann versucht hätte auch Harris aufzubauen. Trotzdem, gegen Harris hätte es demokratische Vorwahlen gegeben, da wäre auch jemand angetreten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Harris dann wirklich auch gewonnen hätte. Ich glaube, eigentlich wäre es dann eher auf so einen Gavin Newsom oder ähnliche Leute, wie wir ja auch alle schon... Musst du nur mal sagen, wer Gavin Newsom ist Governor of California. Wäre auch Kalifornien gewesen, weiß man nicht. Aber da wären dann diese ganzen anderen Leute ins Spiel gekommen, von denen wir jetzt viel geredet haben. Vielleicht auch ein Pete Buttigieg nochmal, der jetzt auch mit im Spiel war oder so. Das wäre zumindest competitive gewesen. Es wäre nicht so gewesen, dass sie selbst als amtierende Vizepräsidentin da so einen Durchmarsch gemacht hätte. Das glaube ich nicht. Ne? Vielleicht wäre es auch gar nicht geworden. Aber es ist auch egal. Was ich erstmal sehe, ist diese Grundbedingung dafür, also ein lebendiges Ticket zu haben, ein Ticket zu haben, wo du nicht Angst hast, wenn du einen Menschen die Gangway hochgehen siehst, ob er nicht runterstürzt, ob er nicht, wenn er 2 Stufen herabgehen muss, fällt, ob er nicht, wenn er ohne Teleprompter spricht, komplett den Faden verliert und so weiter. Das ist eine solche Erleichterung und die sind beide eloquent. Also Harris, als wenn du lange Staatsanwältin warst und es gewohnt warst, immer vor Gericht auch aufzutreten in wichtigen Verfahren, dann bist du eloquent und du bist schlagfertig und so weiter. Und das ist sie alles. Also sowas wie Biden passiert ist in der Debatte gegen Trump, wäre ihr nicht passiert. Und das würde auch in der Debatte gegen Vance, das wird auch Tim Watts nicht passieren. Insofern ist da ein ganz anderes Gefühl da, hey, wir haben eine Chance. Es ist ein Uphill Battle, wir haben nur noch 3 Monate, um das Ganze zu drehen. Wir liegen seit Monaten, liegen wir überall hinten. Aber jetzt können wir was drehen. Und dann kommt, letzter Satz noch, tatsächlich ja die Gefahr, Project 2025, also das von der Heritage Foundation, letztendlich für Trump ausgearbeitete Regierungsprogramm, wo er sagt, hat er gar nichts mit zu tun, er weiß gar nicht, was das für Leute sind, glaubt ihm kein Mensch. Aber dann spielt das natürlich doch wieder rein, weil das zu verhindern ist eigentlich ein Riesenantrieb für alle möglichen demokratischen Wahlhelfer. Sie wollten es bloß nicht für einen Biden, dem man einfach nicht vertraut hat, dass er es überhaupt überlebt. Und du hast tatsächlich einen wichtigen Punkt genannt. Allein die Mobilisierung jetzt, Stefan, du hast auch von der Mobilisierung gesprochen, macht die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich alles 3, also der Senat, das Abgeordnetenhaus und das Weiße Haus an die Republikaner oder vielmehr an die MAGA-Leute, also Make American Great Again, die inzwischen, wie haben sie sich umbenannt? Weirdos. Nein. Ja.
Dass alles drei an sie geht, ist sehr viel geringer geworden. Und das ist schon mal eine wirklich gute Aussicht. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Also allein dafür ist die Mobilisierung sehr gut. Das heißt, da gehe ich davon aus, dass nicht beide Kammern tatsächlich in Richtung MAGA gehen. Weißes Haus werden wir noch mal sehen, was dort passiert. Trump hat sich ja distanziert, gerade um auch ein bisschen mittiger auszusehen. Gleichzeitig wissen wir, dass die Heritage Foundation im Grunde schon die ganze Regierung zusammenstellt und da Leute dafür, ich meine, ausbildet, um Himmels Willen. Trotzdem habt ihr jetzt überhaupt nicht auf meine Frage geantwortet. Da muss ich jetzt doch nochmal drauf zurückkommen, und zwar auf diese unterschiedlichen WählerInnengruppen. Also wir haben ja irgendwie eine schwarze Frau. Und wir haben diesen Typen jetzt da aus Minnesota, der irgendwie Soldat war, Lehrer, irgendwie in T-Shirts, also auf Fotos viel zu sehen ist im Augenblick, mit T-Shirt an und normalerweise ein Schwein im Arm oder ein Hund oder zwei Kinder. Ja? Also der soll ja irgendwie schon der, wie du vorhin gesagt hast, der nette Babs, der nette Typ von nebenan. Der spricht natürlich andere Leute an, aber ich würde jetzt gerne doch euch nochmal bitten, irgendwie so aufzudröseln, welche Wählergruppen können denn jetzt mit diesem Ticket irgendwie wie gewonnen werden? Also was ist mit der Arbeiterschaft, die zu Trump übergelaufen ist bei der letzten Wahl? Was ist mit den schwarzen Männern, die Harris gegenüber skeptisch sind? Was ist mit den Latinos? Kann anfangen an einem Punkt zumindest. Viel wird auch davon abhängen, wie Wirtschaft und Börse laufen. Im Moment haben wir da ein wirtschaftliches Problem, würde ich sagen, oder zumindest keine gute Situation. Wenn im November Wirtschaft und Börse nicht gut aussehen, wird es tatsächlich ein schwieriges Unternehmen, zum Beispiel auch schwarze Männer oder die Arbeiterschaft, zu gewinnen. Also Walls appelliert sehr wohl an gerade die Arbeiterschaft. Das glaube ich auch, dass da einige Wirkung drin liegt. Aber es ist halt auch von externen Faktoren abhängig. Ich glaube, das ist also gerade die Arbeiterschaft ist wirklich ein interessantes Problem. Arbeiterschaft und so ein bisschen tatsächlich die entweder sich in Angst vor Abgehängtheit oder tatsächlich schon abgehängte weiße Suburban, sowas. Also gerade aus dem Rust Belt, ne? Also Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Ohio ist weg, war ja früher auch immer ein Swing State. Ohio ist nun fest republikanisch schon seit einigen Wahlzyklen. Aber im Grunde, das ist ja der Versuch von Trump auch, der da wenig zu seinem Ticket dann zugefügt hat mit Vance, weil die Leute spricht er ja eh schon an. Aber Vance kommt auch noch aus dieser Schichten, selbst wenn er dann, Tagline von Tim Walz gestern Abend, klar, ich bin groß geworden mit lauter Leuten, die alle in Yale studiert haben und so, ne? Das sind ja ganz normale Menschen, was denn die Geschichte von J.D. Vance ist, der ja es geschafft hat, tatsächlich aus sehr ärmlichen Verhältnissen sich nach oben zu arbeiten. Egal. Was die Demokraten falsch gemacht haben und nicht gut gemacht haben in den letzten Jahren, ist, Biden zum Beispiel stellt sich hin und sagte noch vor wenigen Monaten, wie gut die ökonomischen Reimdaten aussehen. Wir haben Wachstum, die Börsen geht's gut, die Aktienindexe sind hoch. Das stimmt alles, aber es kommt bei den Leuten nicht an. Und das ist das, worauf Bernie Sanders gebetsmühlenartig immer und immer und immer wieder hingewiesen hat. Die Zahlen sind gut und die Millionäre und Milliardäre füllen sich ihre Taschen gerade, aber es kommt bei den Leuten nicht an. Und wenn du als demokratische Partei, die natürlich im Amt ist, dann das wegredest, das Problem, und sagst, wieso, es geht uns doch gut, guckt euch doch die Zahlen an. Und die Leute sagen, ich weiß aber trotzdem nicht, wie ich meine steigenden Renten bezahlen soll, wie ich den tatsächlich in den letzten Jahren sehr stark gestiegenen Benzinpreisen noch bewältigen soll, wie ich den gestiegenen Lebensmittelkosten bewältigen soll und wie ich vielleicht auch noch ein Studiendarlehen zurückzahlen soll, dann hast du ein Problem. Und diese Realität, das war bei Hillary schon so, dass sie den Leuten erklärt hat, sie hat sie dann noch beleidigt, ne, Basket of Deplorables und so weiter, diese Geschichten, das hat jetzt Biden nicht gemacht. Aber da müssen sie ran, da müssen sie anders ran. Dafür könnte tatsächlich Tim Walz meiner Ansicht nach, weil er die Ansprache hat, er spricht die Sprache, das schon. Und da ist er zwar, er kommt zwar aus Minnesota und jetzt nicht aus dem alten Rust Belt. Minnesota ist also ein ländliches Farming-Land als ein alter ehemaliger Industriestandort. Aber trotzdem hat er eine Sprache, die kann funktionieren mit den Leuten. Das müssen sie ausnutzen. Nur eine Ergänzung dann, Stefan. Du darfst auch ganz viel länger reden, aber es gibt so klassisch amerikanische Statistiken. Und eine, die jetzt relativ neu ist, ist, wie war vor, ich glaube, 20 Jahren, wie viel Burger konnte sich ein normaler Arbeiter kaufen und es waren 6 und jetzt ist es kein ganzer mehr, einfach durch Inflation. Und das, sowas ist ein Problem. Das illustriert sehr gut, was Bernd gesagt hat. Und die Arbeitslosenzahlen sind halt gestiegen gerade auch noch. Aber insgesamt sind sie halt relativ auf sehr niedrigem Niveau. Und ich meine, was du gesagt hast, Bernd, dass die wirtschaftliche Not für breite Bevölkerungsschichten gewachsen ist, das mag sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, der Mindestlohn ist gestiegen deutlich. Ich weiß es nicht, wie
Man kann es immer daran sehen, wie viel von diesen Leuten jetzt neue Jobs finden, und zwar vernünftig bezahlende Jobs. Darauf kommt es eigentlich an. Und die Zahlen, ich glaube, Sie können auf ganz gute Zahlen verweisen. Und auch wenn Sie gucken, können Sie auch konkrete Beispiele nennen, irgendwie, wo es für diese Leute besser geworden ist. Und das ist halt, Sie verpacken das in dieses Programm, die Mittelschicht zu stärken. Und wenn das rüberkommt und wenn man den Unterschied darlegt, irgendwie, was Trumps Wirtschaftsprogramm, was ziemlich katastrophal wäre für diese Leute, anrichten würde, dann denke ich, hat man da auch ein Argument. Aber die Inflation kannst du trotzdem nicht wegreden. Ja, aber welcher Präsident kann die Inflation beeinflussen? Naja, aber das Interessante ist ja, Trump muss sie nicht beeinflussen. Der muss nur einfach sagen, das ist das, was die Demokraten euch liefern können. Er kann versprechen, was er will. Also er wird es auch nicht liefern, völlig klar. Aber so funktioniert ja leider dieser Wahlkampf nicht. Ja, man kann zum Beispiel auch darauf verweisen, historisch, wenn demokratische Präsidenten im Amt waren, sind die Wirtschaftsdaten gestiegen. Die Einkommen sind gestiegen, die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Bei republikanischen Präsidenten war es andersrum. Es ist einfach, da wird ein Bild immer gezeichnet und den Leuten in die Köpfe eingehämmert, was einfach nicht der Realität ist. Ja, wobei das für die Trump-Präsidentschaft ja nicht so ganz stimmt, weil tatsächlich bis zu Corona lief die Wirtschaft unter Trump ziemlich gut und die Zahlen waren auch gut und die Arbeitslosigkeit war niedrig. Und das, was er immer gesagt hat, Black Unemployment, also schwarze Arbeitslosenzahlen so niedrig wie noch nie, waren nicht ganz falsch. Das war nicht nur ausgedacht. Wie weit er da selber was mit zu tun hatte und wie weit seine Steuersenkungen. Noch, bitte? Seine Steuersenkungen haben natürlich die Wirtschaft gepusht. Naja, seine Steuersenkungen, aber natürlich hat er auch noch Früchte getragen von vielem, was Obama vorher schon angeschoben hatte. Da hat er natürlich den Credit für selber gehabt, hätte aber jeder so gemacht. Das werfe ich mir jetzt ausnahmsweise mal nicht vor. So, aber trotzdem haben manche Leute haben halt einfach assoziieren mit Biden, der ja rausging oder reinging erstmal auch als Präsident in die Corona-Krise rein, wo natürlich die Wirtschaft gelitten hat wie Sau. Und die Leute hatten das Gefühl, ey, unter Trump vorher, vor Corona, ging es uns aber besser, als es uns jetzt geht. Schwierig, damit musst du umgehen. Das ist ja gar nicht unmöglich, damit umzugehen. Aber das stärkste Argument ist da auch erstmal wieder, glaube ich, genau das, was du gesagt hast, Stefan, guckt euch an, was Trumps Wirtschaftsprogramm mit euch machen würde. Und dann überlegt mal, ob das wirklich das ist, was ihr wollt. Interessant, um zu einer deiner Fragen mal zurückzukommen, Sabine. Also die schwarzen Männer. Ich habe mich sehr gefreut, dass Simone Biles, die Turnerin, gerade nochmal gesagt hat, I love my black job. Hat sich darauf bezogen, dass Trump gesagt hat, er will die black jobs, also die schwarzen Arbeitsplätze hochbringen. Also das schwarze Meer Arbeit haben. Ich hoffe, dass das dann an den Stolz appelliert, weil allgemeiner Rassismus stört ja viele der schwarzen oder Latina-Wählerinnen, mach mehr der Wähler, nicht so sehr. Aber wenn du sie dann auch noch an dem Job-Selbstverständnis, worum es ja vielen geht, erniedrigst damit, vielleicht hat es also ich hoffe, dass das eine Wirkung entfaltet und die Demokraten damit auch arbeiten, weil dieses I love my black job, das war einfach großartig und die hat eine große Followerinnenschaft, es wird sich transportieren als im Grunde nehmen sie auch das gar nicht ernst, sondern black jobs klingt eher wie, die kriegen auch noch ein paar schlechte Arbeitsplätze. Also wo kam das her? Das war ein Auftritt von Trump vor schwarzen Wählern, interviewt von schwarzen Journalisten und er sprach von black jobs und sie fragten sofort zurück, was ist denn bitte ein black job? Und naja, irgendwie any job, so, also er wusste überhaupt nicht, wovon er spricht eigentlich. Und trotzdem hat es eine total rassistische Konnotation. Und da war natürlich Simon Balzer ganz, ganz großartig. Babs, ich würde dich gerne noch mal fragen. Du hast vor, ich weiß nicht, war es vor 4 Wochen oder wann auch immer wir hier gesprochen haben, nach dieser verheerenden TV-Debatte, hast du gesagt, die USA sind noch nicht reif für eine Frau als Präsidentin. Wenn du jetzt auf die Entwicklung guckst, hat sich da an deiner Überlegung was geändert oder ist es tatsächlich aus deiner Sicht immer noch ein Manko, was Kamala Harris hat? Also die letzte Frage zu beantworten ist einfacher. Ja, sie hat ein Manko. Sie ist schwarz, damit hatte schon Obama zu kämpfen und sie ist eine Frau. Das ist noch anders als in Deutschland. Also sie hat ein Manko, dem sie, und das sagte ich ja am Anfang, jetzt noch dazu addiert, dass sie als Linksradikale dargestellt werden kann, weil sie hat ja auch noch einen linken, so wird's gezeichnet, Running Mate ausgewählt. Ob die USA nicht bereit sind, ich fürchte es immer noch. Ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, vielleicht trägt die Euphorie so viele demokratische Wählerinnen und Wähler zur Wahl, dass es dafür reicht. Aber man sieht einfach, wie viele bereit sind, so ein misogynes
Arschloch zu wählen. Das heißt für mich schon, dass die USA damit ein Problem haben. Könnte natürlich auch auf der anderen Seite sowas Befreiendes haben, so eine Kandidatin. Aber da ist ja vielleicht auch die Wunschmutter des Gedankens. Stefan? Ja, in sozialen Medien ist da ein Wort aufgekommen, was irgendwie sehr melodiös und schön klingt, aber was irgendwie eine ganz bittere Realität beschreibt. Misogynie noire. Der Hass nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Schwarze. In ein Wort zusammengebunden. Ich glaube, also bei allen, die sich daran erinnern, wie das unter Trump war, also dieses vollkommen Irre, dieser Hass, das, wo das hingeführt hat, auch dann bis hin zum Sturm aufs Kapitol, die haben schon eine sehr große, ich meine, 2020, Biden ist doch auch nicht gewählt worden, weil die Leute Biden so unfassbar toll fanden. Ne? Sondern Biden ist gewählt worden mit mehr Stimmen, als je zuvor irgendein US-amerikanischer Präsident gekriegt hat, um Trump zu verhindern. Das ist eine Triebkraft, die auch jetzt noch da ist, bei allen, die ihn nicht wollen. Und das Land ist ziemlich genau hälftig gespalten, ungefähr zwischen denen, die sich überhaupt für Politik interessieren, zwischen denen, die es wollen oder nicht wollen. Es kommt darauf an, die alle wieder hinzukriegen. Und jetzt sehen sie zumindest, da gibt es eine Chance, da gibt es ein Regierungsticket, dem man es zutrauen kann, dass es regiert und nicht umfällt. Und wirklich, das ist, also ich finde, diese Stimmungswandel, ja, wie lange die Euphorie hält, ihr habt recht, der Demokratische Parteitag ist vom 19. bis 22. August in Chicago, dann da wirst du sicherlich jetzt auch eine Show der Unity und der Euphorie und des Vorwärts haben können. Der Push, das wäre vorher nicht so gewesen, wir mit beiden hätten alle gedacht, bitte, lass ihn das überstehen. Das ist jetzt eine ganz andere Nummer. Und dann trägt das wenige Wochen weiter und dann bist du angekommen ganz woanders. Und dann wird über Tim Walz wird gesagt werden, guckt euch an, was der angestellt hat, als 2020 George Floyd umgebracht wurde in Minneapolis, von den Black Lives Matter Riots in Flammen stand und er 4 Tage gebraucht hat, um die Nationalgarde dahin zu schicken. Und inzwischen war die ganze Innenstadt abgefackelt. Das wird ihm ein ums andere Mal unter die Nase gerieben werden. Und so weiter und so fort. Und Kamala Harris, selbst wenn das nicht wirklich richtig ist, Stefan hat vorhin darauf hingewiesen, wird immer gesagt werden, sie hatte die Aufgabe, die Grenze zu schützen. Seht euch an, was dabei rausgekommen ist und so weiter. Das wird alles kommen. Ja? Und sie können trotzdem eine Gegenerzählung entwickeln, auch eine positive Gegenerzählung. Und sie können eine ganz schwarze Erzählung darüber entwickeln, was mit diesem Ticket Trump und dem Project 2025 aus den USA werden würde. Du hattest gesagt, das Land ist Hälfte gespalten. Ich denke, es ist eher in 3 Drittel gespalten. Also ein Drittel sind beinharte Trump-Fans, ein Drittel werden immer Demokrat wählen und auch zur Wahl gehen und ein Drittel ist das, um das du kämpfen musst, dass es den Arsch hochkriegt und dass es eine informierte Entscheidung trifft. Und es kommt ja auch irgendwie, wir reden die ganze Zeit nur über Präsident und Vizepräsident. Wenn die nicht zum Beispiel die Mehrheit im Senat beibehalten, dann sind sie sowieso gekniffen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie diese 51 Sitze, die sie da unter Biden hatten, dass sie die halten oder sogar irgendwie vielleicht ausbauen. Das kann man jetzt noch gar nicht sagen, wie sich das jetzt in den 2 Wochen, seit Harris angetreten ist, entwickelt hat. Aber ohne den Senat kannst du keine Richter ernennen, kannst du fast nichts machen. Ihr habt jetzt schon gesagt, irgendwie natürlich ist dieses Trump-Verhindern die stärkste Motivation. Trotzdem noch mal darüber hinaus gefragt, was sind denn eigentlich Themen, habt ihr zum Teil auch schon gesagt, also mit Mittelschichtsorientierung, deren Situation verbessern und so weiter, aber darüber hinaus, was sind wichtige Themen, die dieses Team spielen wird? Also ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, das Frauenthema, insbesondere reproduktive Rechte, ist ein wichtiges, das hat man schon in den letzten Zwischenwahlen 2022 gesehen, dass die Demokraten mit diesem Thema gut gewinnen konnten. Weil tatsächlich ist das zwar so ein feuchter Traum immer gewesen der evangelikalen Rechten, die ein wichtiger Wählerteil ist für die Republikaner. Aber auch in der republikanischen Frauenschaft kam das nicht unbedingt besonders toll an, nach 50 Jahren so ein Recht weggenommen zu kriegen. Damit können sie auf jeden Fall was machen. Das kann zum Teil auch nur dazu führen, und darum geht es ja auch immer, die andere Seite davon abzuhalten, zur Wahl zu gehen. Ja, auch Leute, von denen man selber weiß, man wird die Stimme nie kriegen. Das sind Leute, die werden niemals demokratisch wählen, aber vielleicht auch nicht Trump. Und das kann auch schon reichen. Das kannst du spielen, das wird ein wichtiges Thema sein, glaube ich. Dann tatsächlich die ganzen Sozialfragen, also Medicare, Medicaid, Social Security, was Tim Walz reinbringen kann, sowas wie Paid Leave, also wie sagt man Paid Leave? Bezahlte Elternzeit. Bezahlte Elternzeit zum Beispiel oder auch bezahlte Krankenzeiten, das gibt's ja nicht unbedingt überall. Dafür steht er aber, das sind ganz alte Sozialthemen, mit denen du zumindest so eine alte und dem, also eigentlich wäre das immer ein klassisches demokratisches Thema gewesen, aber in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt tatsächlich. So, mit solchen Sachen können sie versuchen reinzukommen. Aber ich glaube tatsächlich, von der republikanischen Seite wird Migration und Sicherheit das Hauptthema sein.
Und von der demokratischen Seite wird sowas wie Frauenrechte und Demokratie. Und das beides gegeneinander setzen und dann mal gucken, wer da besser punkten kann und wer sein Thema besser durchgesetzt kriegt. Da stimme ich zu. Was die Demokraten aber machen könnten wenigstens, ist abstrakte Begriffe aus der Biden-Zeit auseinanderzunehmen, also welche Gesetze er durchgebracht hat und zu sagen, was da eigentlich drin ist. Also dass da tatsächlich Infrastruktur heißt, ihr habt wieder Straßen, ihr habt wieder Jobs oder wir haben auch einen Plan, Häuser zu bauen, was einfach auch ein Riesenproblem ist, also Häuser zu finanzieren überhaupt. Und es wurde schon erwähnt, die Unterstützung für Studenten, gut, es wurde im Gericht gestoppt, aber es wurde auf jeden Fall gemacht. Also das heißt, diese abstrakten beiden Begriffe auseinanderzunehmen und sagen, das ist gut für euer alltägliches Leben. Wenn sie da endlich mal hinkämen, wäre es schon auch sehr hilfreich. Es kann übrigens, ein Satz noch dazu, es kann auch sein, zumindest in einigen Regionen, dass auch Umwelt- und Klimaschutzthemen durchaus eine Rolle spielen, weil die Auswirkungen vom Klimawandel sind ja nun auch in den USA nicht mehr zu übersehen. Das betrifft sowohl die Landwirtschaft, aber auch diese ganzen Waldbrände, die ja, Waldbrände gab es schon immer, aber nicht in diesem Ausmaß und in dieser Intensität wie die letzten Jahre, das merken ja die Leute. Und tatsächlich im Bidens Inflation Reduction Act, der so heißt, um nicht Klimaschutz zu verwenden, weil Klimaschutz immer noch so seltsam angegriffen wird, ist eine ganze Menge drin und ist sowohl Infrastrukturaufbau, aber es ist auch ein ökologischer Wandel und ein Klimaschutzwandel. Den anzugehen, da können die Republikaner viel über... Das ist wie die AfD hier, ne? Wir lassen uns unseren Verbrenner nicht wegnehmen und wir lassen uns nicht von den grünen Diktatoren erzählen, was wir und so weiter. Aber das empfinden die Leute nicht wirklich so, weil nimmt ja auch keiner ihren Verbrenner weg. Es ist nur teurer geworden, aber das hängt nicht mit dem Inflation Reduction Act zusammen. Das Benzin teurer geworden, das ist ein anderer Punkt. Wir haben jetzt ja über einige Punkte schon geredet, also Klima zum Beispiel. Was würde denn dieses Team oder überhaupt eine demokratische Präsidentschaft für den Krieg in der Ukraine und auch Israel bedeuten? Um nochmal zwei inhaltliche Fragen zu stellen. Also zumindest rhetorisch größere Distanz zu Israel ist von Kamala Harris zu erwarten, auch von Tim Walz, würde ich sagen. Was dann tatsächlich sich ändert in der Politik ist, oder in der Ankündigung von Politik, ist wirklich extrem schwer zu sagen, weil ja diese unverbrüchliche Unterstützung ein wichtiges Thema in den USA ist. Was die Waffenunterstützung für die Ukraine angeht, wäre sie zumindest hoffnungsvoller für die Ukraine als die Alternative, weil bei Trump eben zu erwarten ist, dass die Unterstützung dann weg ist. Was heißt, die Ukraine hat den Krieg verloren und zwar mit massiven Verlusten. Zu Israel, ja, du sagst richtig, irgendwie grundsätzlich die Unterstützung für Israel schon, aber Biden und Harris haben relativ klar gemacht, dass Netanyahu für sie ein absolutes No-Go ist. Also die Treffen, die die gehabt haben, hinter verschlossenen Türen und auch die Telefongespräche, da wurde wohl ziemlich gebrüllt. Das war ja, ich meine, das war bei Biden auch so. Bevor dem 7. Oktober hat Biden es abgelehnt, Netanyahu überhaupt nur zu treffen. Das war erst nach dem 7. Oktober, als dann, und das auch zunächst mal nur am Rande einer UN-Versammlung überhaupt getroffen wurde, als Netanyahu jetzt nochmal vor beiden Kammern des Kongresses gesprochen hat. Das war nicht auf Einladung von Biden, sondern auf Einladung der Republikaner. Ich glaube nicht, dass sich da besonders viel ändern würde. Ich glaube aber auch nicht. Da ist Harris ferngeblieben, ne? Sie hatte einen wichtigen Wahlkampftermin. Sie hatte einen sehr wichtigen Wahlkampftermin. Es sind ja viele Demokraten auch ferngeblieben tatsächlich. Aber ich glaube trotzdem nicht, das war ja auch bei Biden, das war ja einer der Hauptkritikpunkte. Er hat von Tag 1 an tatsächlich, er ist ja kurz nach dem 7. Oktober, ist er nach Israel gefahren, um Unterstützung auszudrücken und hat von Tag 1 an gewarnt. Eigentlich genau vor dem gewarnt, was die Israelis dann in ihrer Kriegsführung gegen Hamas im Gazastreifen gemacht haben. Nur die Warnung hat sich nie übersetzt in, wir geben die Unterstützung auf, wir schicken keine Waffen mehr. Es gab dann bestimmte Waffengattungen, bestimmte Bombenarten, die nicht mehr geliefert wurden. Aber insgesamt ist die Unterstützung stets weitergegangen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht wirklich, dass sich das unter einem Team Harris-Walz, wenn sie denn drankommen sollten, ändern würde. Okay, davon gehe ich auch aus, nur ganz kurz. Wir müssen natürlich jetzt auch abwarten, was im Nahen Osten überhaupt passiert, wenn der Rückschlag gegen Angriffe aus Israel, gegen den Iran, also in Teheran, hart wird und Israel dann in großer Manier wiederum auch zurückschlägt und behauptet, das sei ein Rückschlag, dann haben wir eine andere politische Situation möglicherweise. Das stimmt natürlich. Zuletzt würde ich jetzt gerne ganz kurz nochmal darauf zu sprechen kommen, was das eigentlich für Trump bedeutet, diese neue Kombi. Also ich meine, die hatten sich ja auf einen anderen Wahlkampf eingestellt, also dass sie da gegen den alten Biden
antreten. Jetzt ist plötzlich Trump der alte Mann in diesem Spiel. Was heißt das für die und wie haben die sich nach eurer Ansicht in dieser kurzen Zeit da jetzt drauf eingestellt? Ich fand interessant, dass gestern, als das zunächst ja durchsickerte und wenige Stunden später dann offiziell verkündet wurde, dass es Tim Walz wird, hat Trump nur einen Post abgesetzt und er sagte, thank you. Erstmal, um so zu tun, als sei er überglücklich damit und das sei ja nun wirklich gar kein Problem, gegen Tim Walz irgendwie vorzugehen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, jetzt ist plötzlich Trump der alte Mann. Das verändert die ganze Situation, weil die Haupt-Attackline gegen Biden, die funktionieren so nicht mehr. Sie müssen andere herausfinden. Und das Verrückte ist ja, ich meine, Trump hatte nach dem Attentat auf ihn, das war ja kurz vor der Republican Convention, und da war dann so, lass uns den Ton runter und Moderator werden und sowas. Das hat schon bei der Convention nur so halb geklappt, muss man ja ehrlich sagen. Aber seitdem ist Trump wieder genau Trump, so wie er immer war, mit allem Rassismus, mit allem frauenfeindlichen Zeug, das ganze Paket und mit allem völlig verwirrten Zeug auch, was er erzählt. Es ist ja vieles davon sehr wirklich wirr. Insofern, deshalb kommt ja auch dieser Begriff weird so wahnsinnig gut an, weil wenn du seine ganzen Reden hörst, wo er dann völlig sich verliert eigentlich, ohne dass man das Gefühl hat, er ist dement, sondern einfach nur in seinem Kopf geht es immer schon so chaotisch zu eigentlich. Ja. Das können die anderen ausnutzen, da werden die Republikaner auch ein bisschen Sorge haben, ob nicht jetzt die Alternative von zwei Leuten, die zumindest nicht so verrückt sind, vielleicht dann doch nicht ganz gut aussieht. So, I don't know. Ja, die Harris-Kampagne ist ja sogar so wagemutig, dass sie diese ganzen Snippets, diese 10-Sekunden-Clips von Trump bei seinen Reden, wo er vollkommen den Faden verliert und sich vollkommen lächerlich macht, den stellen die auf ihre eigene Website. Du kannst da runterscrollen, irgendwie, du hast irgendwie erstmal 15 Trump-Clips, wo er sich zum Affen macht. Soll man eigentlich nicht machen, dass man dem Gegner... Wir sind dann auch noch geframed, totally normal, totally normal. Erzählt er irgendwas von. Aber sie scheinen zu glauben, dass das funktioniert. Ich habe jetzt öfters gelesen, dass in dieser neuen Kombi J.D. Vance quasi der falsche Running Mate ist für Trump, um die beiden DemokratInnen zu kontern. Seht ihr das auch so? Es ist interessant. Tim Walz als Team mit Kamala Harris wird jetzt von der republikanischen Seite als in sich geschlossenes linkes Team, als Bedrohung für das Land, für die Stabilität des Landes, für die Demokratie, für was auch immer gezeichnet. J.D. Vance hat irgendwie jetzt ein völlig verschwörungstheoretisches Buch gerade gepraised, also gelobt, in dem von der linken Zerstörung der Demokratie die Rede ist, von demjenigen, der damals gesagt hat, die Demokraten züchten sich Kinder unter einem Pizzaladen. Also völlig irre. Auf der anderen Seite ist es so, dass genau das passiert natürlich auch auf der anderen Seite. Also Vance sollte eigentlich noch woanders hin Auswirkungen haben. Jetzt wirkt es so, neben Tim Walz, der ja ein bisschen normaler und eben nicht über die Elite-Schulen hochgewachsener Mann ist, als ob Vance und Trump nur ein irres Team wären und eben auch nicht in verschiedene Richtungen wirken könnten. Also super interessante Konstellation, die sich jetzt wirklich komplett verändert hat. Ich glaube tatsächlich, dass Trump jetzt ein bisschen auf die Füße fällt, dass er so wahnsinnig siegesgewiss war, weil tatsächlich, sonst sagst du ja immer, du holst dir jemand anders zum Ticket, der irgendwas hat, was du nicht hast. Das kannst du ja bei Vance so gar nicht so richtig sagen, ja, weil der ist ja, haben ihn viele so beschrieben und das ist auch so, der ist ja irgendwie auch ein Trump-Klon, also nicht vom Aufgewachsenen her, ne? Trump ist immerhin schon ein reiches Unternehmer, Millionärshaushalt reingeboren und von da aus dann Unternehmer geworden, das ist Vance nicht, aber von dem, was er erzählt, ist er 1:1 erstens super loyal, dadurch ist er ja überhaupt nur so weit gekommen und zweitens, das Einzige, was er hat, was Trump nicht hat, ist, dass er eben erst 39 ist und nicht Ende 70. Ne? Das natürlich, aber politisch vollkommen unerfahren und so. Ich glaube tatsächlich, dass in der jetzigen Konstellation, vielleicht aber auch schon vorher, es ihm eigentlich eher geschadet hat. Das denke ich auch. Ich meine, Vance einziger Vorteil ist eigentlich, dass er in kompletten Sätzen reden kann, die auch in der Regel... Ganz eloquent doch eigentlich. In der Regel die Fakten ganz gut wiedergeben. Aber gleichzeitig ist er eben dieser irgendwie etwas unheimliche Typ, der unterstützt wird von den
bekannten, relativ rechtslastigen Tech-Milliardären wie Elon Musk und von der Ölindustrie. Ich würde den aber noch nicht ganz so abschreiben. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das unsere linke Brille auf ihn ist, weil in Amerika, also die Konservativen nehmen ihn natürlich ganz anders wahr. Denen ist auch völlig egal, ob da jetzt Ölindustrie dahinter ist oder nicht. Aber er ist halt derjenige, der in vollen Sätzen reden kann, der möglicherweise eine kompetentere Regierungsführung mit einbringen würde als dieser total, ja, ist netter Satz, weirdo Trump, der eben Unsinn redet einfach. Es könnte schon noch ein Appeal entwickeln. Er hat diese Chance eigentlich bisher sehr schlecht genutzt, indem er einfach ziemlich absurde Sachen gesagt hat. Also indem er bestimmte Gruppen, indem er Frauen angegriffen hat, auf relativ absurde Weise. Also kinderlose Frauen total runtergemacht, ja, würden praktisch ihre Pflicht fürs Vaterland nicht erfüllen, sowas. Ja. Gehe ich mit. Noch hat er es nicht. Ich würde ihn nur noch nicht abschreiben. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen, weil mich das wirklich interessiert. Ich meine, der hat ja diese Geschichte irgendwie in der Amtfamilie aufgewachsen, hat sich hochgearbeitet und so weiter. War ja eigentlich ein Trump-Gegner innerhalb der Republikaner. Was ist denn da passiert? Ist der einfach nur ein karrieregeiler Opportunist? Oder gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, warum er jetzt plötzlich ein leidenschaftlicher Trump-Unterstützer ist? Es ist ja nicht erst jetzt, ein bisschen länger ist es ja schon. Ne? Also das Buch ist 2016, glaube ich, rausgekommen, wenn ich mich recht entsinne. Ist ja damals ich habe es auch mit großem Gewinn gelesen. Das war so die Zeit, wo wir hier in Europa. Muss vielleicht noch mal kurz sagen, was für ein Buch. Hillbilly Elegy, also seine eigenen, damals mit 33 muss man auch erstmal Memoiren verfassen. Ne? Aber es war trotzdem eine spannende Geschichte, war auch wirklich eloquent geschrieben und das war so ein bisschen so. In Europa hatten wir Didier Rebond, der das beschrieb, so in Frankreich wie aus dem alten Arbeitermilieu, was kommunistisch war, plötzlich ein Front National bzw. Rassemblement Milieu geworden ist und uns Erkenntnisse darüber gegeben hat oder zumindest Diskussionsstoff und das war für die USA eigentlich Hillbilly Elegy von J.D. Vance. Und dass er sich gleichzeitig, es war völlig klar, er ist kein Linker, aber er war so ein von Wertesystem konservativer, aber Trump-Gegner. Und er hatte ja auch im Buch beschrieben, warum Trump, oder er hat, seine Formulierung war, die sind jetzt so weit, dass man sie in einen völligen Abgrund ziehen kann mit idiotischen Behauptungen, so wie Trump das macht. So ungefähr war die Formulierung. Und davon ist er dann relativ schnell weggegangen, weil er gemerkt hat, wenn ich in die Politik will, und das war für ihn relativ schnell eine Option, demokratischer Seite hätte ich eine Chance, aber da sind so viele Sachen dabei, die kann ich nicht vertreten. Das sind auch klassische konservative Ansichten. In der republikanischen Partei wird man nur was. In der heutigen republikanischen Partei, in der MAGA-Partei, wird man nur was mit der Unterstützung von Trump. Und die hat er sich dann, letztendlich Trump selber hat es so formuliert, ne? Er ist mir in den Arsch gekrochen. Und deshalb, so, Trump selber hat es so gesagt. Sogar noch, als er ihn vorgestellt hat. Völlig irre auch. Aber Trump gefällt ja sowas, nicht? Und J.D. Vance offenbar auch. He hated me until he knew me and then he loved me, ne? Sagt Trump. Und Es ist, ich glaube tatsächlich, dass das, was du am Anfang gesagt hast, karrieregeiler Opportunist, trifft es, glaube ich, ziemlich genau. Okay. So, wir müssen jetzt hier mal einen langsamen Strich drunter machen. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wie hoffnungsvoll ihr nach diesem Umschwung jetzt quasi auf diese Wahl im November schaut. Wenn man deutsche Medien liest, hat man ja manchmal das Gefühl, es sei eigentlich schon gelaufen, so ist es ja nicht. Aber trotzdem, also weil es so ein Kamala Harris-Hype gibt. Ne? Babs runzelte gerade ein bisschen mit der Stirn, muss ich jetzt vielleicht nochmal erklärend hinzufügen. Aber meine Schlussfrage wäre sozusagen an euch, ja, wie schaut ihr jetzt auf diese Wahl? Wie groß sind eure Hoffnungen, dass es doch nochmal gut oder zumindest nicht total schlecht ausgeht? Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also Harris, Walz müssen Fehler vermeiden. Sie müssen sich gut darstellen. Sie müssen auch mal ein einstündiges Interview im Fernsehen überstehen, ohne Patzer. Das hat es bisher mit Harris noch nicht gegeben. Ja, sie müssen die Leute mobilisieren, das halt mit einer enthusiastischen Botschaft. Und vielleicht macht ja auch Taylor Swift noch mit. Babs. Ohne Hoffnung wären ganz viele gar nicht mehr zur Wahl gegangen und hätten sich gefügt in das Schicksal, Trump wird wieder Präsident. Diese Hoffnung zumindest gibt es jetzt wieder. Ich würde es aus meiner Sicht so formulieren, es ist nicht mehr unmöglich, Trump zu verhindern. Das ist schon mal eine sehr gute Ausgangsbasis, wenn sie jetzt noch schaffen, also nicht nur Fehler zu vermeiden, sondern tatsächlich ganz, ganz viel zu mobilisieren. Und ich finde immer noch auf verschiedenen Seiten, ich würde es nicht für ganz ausgeschlossen halten. Also es ist keine komplett depressive Stimmung mehr. Hoffentlich trägt
sowas wie Hoffnung, immerhin heißt die Tochter von Tim Walz auch Hope, vielleicht trägt es. Okay, ja, das war der Bundestalk. Vielen Dank euch drei hier für das interessante Gespräch und natürlich auch allen fürs Zuhören. Ein Dank geht auch an Chanset Itzpina, die den Bundestalk redaktionell betreut, und an Daniel Fromm, der alles technisch umsetzt. Lob, Kritik, Anregungen, whatever, könnt ihr gerne schicken an bundestalk@taz.de. Wir lesen alles, auch wenn wir im Augenblick urlaubsbedingt nicht schaffen, auf alles zu antworten. Das muss ich zumindest zugeben. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn liked, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Und wenn ihr etwas Geld übrig habt, dann nehmen wir das gerne über Taz zahlig. Das findet ihr auf taz.de. So, das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht, Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.